Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei Battlefield 1 wieder dabei seid und ihr seht eine ganz frische Runde mit mir und der neuen Karte, die es hier bei Battlefield gibt. Dementsprechend schauen wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Wir hatten ja vor kurzem, habe ich erst die Karte ja gespielt, aber im kleineren 24er-Modus. Und da hat man hier schon ganz schlechte Sichtverhältnisse gehabt und jetzt sieht man das einfach ein bisschen in schöner und größer. Und natürlich hier, oh, schön wieder der Zeppelin. Also nicht schön, dass er abgestürzt ist, aber schaut schön aus, du. So, und schnellstmöglich will ich jetzt aber auch zur Action. An der Absturzstelle vorbei. Nein! Ach, da muss ich eh was umstellen. Am Layout fällt mir gerade ein. Weil mir wurde gesagt, dass ich doch hier mit dem Medic ganz besonders das kleine Erste-Hilfe-Set mitnehmen sollte. Das mache ich jetzt auch mal. Also nicht mehr den Kasten, den ich hier, sondern die Bandagentasche ist es dann. Dann nehmen wir die mal mit. Weil ich höre ja auf das, was ihr sagt. Ich bin da ja nicht so, dass ich da schon hier Profi bin. Ganz im Gegenteil, ist ein reines Spaßspiel für mich. Feindlicher Panzer in Sicht. Der Panzer, der ist natürlich ekelhaft. Ist ja ekelhaft. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Aber und jetzt will ich hier auf... Boah. So, da sind die Gegner unten. So, ich sehe jetzt gerade keinen mehr. Das heißt, weiter. Sehr schön. Den haben wir mal ordentlich weggemacht hier in seiner Flak. Flugzeug? Wo? Flugzeug würde ich doch sofort abschießen, wenn ich eins sehen würde. Aber aktuell schaut es gut aus. Da ist wohl einer hingereitet, aber ganz schön mutig hier so auf den Punkt zu reiten. Also Flugzeug kommt keins, deswegen werde ich da jetzt einfach mal das Haus hier stürmen. Und jetzt halte ich hier jetzt erstmal den Punkt, weil die werden schon jetzt langsam rüberlaufen, die Jungs und Mädels. Geht's denn hier hoch? Das ist ein einstöckiges Haus, sieht so aus. Oh, da ist ein Panzer auf dem Punkt. Da kann ich jetzt aktuell nichts dagegen tun. Hier, erste Hilfe. Oh. Jo, da ist natürlich das Feldgeschütz überdramatisch stark gewesen, dass ich da sofort wiederbelebt werde. Das ist schön. Erste Hilfe, nimm schon. Feldgeschütz, da ist mittlerweile keiner mehr drin. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ja, Bertha ist natürlich jetzt hier. Da oben muss man jetzt aufpassen. Aber das schaut ganz gut aus. Das fährt da jetzt noch. Sehr gut, Medic hat den schon aufgehoben. Der Punkt sollte gleich wieder uns gehören. Wir haben Einsatzziel Bertha. Sehr schöne Action hier am Punkt. Sehr gut. Da haben sie ihn weggemacht, gespottet und sie machen den Rest. So gehört sich das. Es geht hier oben. Ich werde hier mal von oben ein bisschen unterstützen. MG, seid vorsichtig. Einfach mal ein bisschen spotten und da dementsprechend mithelfen. Ist
müssen auf dieses Feldgeschütz aufpassen, aber irgendwie war das gerade unbemannt. Zumindest habe ich es nicht erkannt. Sehr gut, der ist weg. So, muss ich aufpassen. Hier werde ich jetzt aufs Korn genommen. In dem Fall eher für mich. Ah, zwar getroffen, aber nicht genug. Sehr gut, Sichtungsbonus gab's hier. Der ist auch weg. Jetzt habe ich kaum mehr Munition. Oh. Und ich glaube, das hat denen hier nicht so gepasst, dass ich hier so am Wirken bin. Ach. Aber da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen für Action sorgen können. Auf dem Punkt. Es ist kein Medic hier in der Nähe, deswegen brauche ich da jetzt nicht lange warten. Das ist alles unsere Punkte, also das läuft super. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Da kein, bei dem ich spawnen kann, kein Fahrzeug. Ja, dann nehme ich D und gehe wieder zu Fuß rüber von der Absturzstelle. Na, da setze ich mich jetzt nicht unbedingt rein. Ich habe hier einen feindlichen Speer. Jetzt muss ich da echt aufpassen. Weil die können mich natürlich da ganz schnell wegmachen, die Jungs und Mädels. Hier, erste Hilfe. Oh, wie viele sind denn da? Das ist jetzt auf freiem Feld, das ist jetzt nicht so toll. So. Erste Hilfe. Oh. Ich hoffe, das Zeug nützt was. So, jetzt hier den Punkt wieder einnehmen. So, Punkt gehört uns. Oh, oh, oh. Ah! Da habe ich ihn so schön und dann kommt der Panzer von hinten. Wie unfair ist das denn? Ich habe mich so gefreut, dass der tot ist, aber dann, nee, Panzer will es nicht. Bäm, Panzer, Panzer böse. Aber bisher läuft es für unser Team fantastisch. Ich kriege hier auch ordentlich Punkte, weil ich natürlich hier immer schön mit erobere. Das ist einfach essentiell. Deswegen steige ich auch hier gleich wieder beim Trupp ein. Muss nur aufpassen. Truppheilung. Na klar. Ein feindlicher Panzerzug. Erste Hilfe für dich. Und jetzt bekommt der Panzer, der Gegner, den Panzerzug, weil sie natürlich so unterlegen sind. Nein! Da kam jetzt der Gegner und ich habe ihn jetzt ehrlicherweise nur so aus dem Augenblick gesehen. Es sind eigentlich genug Medics neben mir, also von dem her, yo. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. So, da muss ich echt aufpassen, weil hier da mit dem Feuer allen drum und dran, Gas, ist es nicht so schön. Ich sehe mir das an. So. Obacht, Granate wieder da. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Du kannst doch da nicht so meine Leute da hier nerven, mein Freund. Panzerzug. Dagegen kann ich mal gar nichts ausrichten. Hier, Mann, erste Hilfe.
deren Panzerzug feindlich. Von oben kommen sie jetzt da auch. Das ist jetzt natürlich hier ganz schön eingekesselt in dem Augenblick. Erste Hilfe, greif zu! Danke. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ja, Bertha ist natürlich der Zug. Klar. Sanitäter gesichtet. Ist jetzt gegen den Panzerzug, der bleibt jetzt hier dauerhaft stehen. Da hat man jetzt aktuell keine Chance. Okay, da kann ich jetzt auch nicht mehr hoch. Nee, das Thema ist durch. Das brauche ich nicht probieren, da kriege ich sofort Besuch. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Jetzt muss ich einfach mit Heilung hier so ein bisschen arbeiten. Hier ist gerade sonst nicht so viel möglich mit dem Panzerzug neben uns. Ich habe jetzt leider auch keine Klasse, mit der ich da wirklich großartig beschädigen kann. Aber was hier reinkommt, das wird rausgenommen. Jetzt haben sie hier den Punkt, weil der Panzerzug, der wird jetzt wahrscheinlich auch bald wieder abmarschieren. Aber der hat halt noch die Hälfte seiner Hitpoints. Das ist schon einiges an Holz. Hier, erste Hilfe. Na, Munition würde ich auch nehmen. Der Panzerzug, Gott sei Dank, wird immer weniger von den Hitpoints. Ich sehe mir die Wunde mal an. Erste Hilfe, nimm schon. Hier, Mann, erste Hilfe. Da kommst du auf die Beine. Ach, jetzt haben sie uns dann doch irgendwann mal gestürmt, aber eigentlich hatten wir jetzt dieses Haus lange für uns. Sieht man auch an den Punkten, dass ich da mit 7.500 echt gut dabei bin. Aber ja, irgendwann ist halt da mal Schicht im Schacht, gell? Wie man so schön sagt. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Aber das hat den Gegner da auch wirklich lange, lange, lange beschäftigt. Und hier ist doch noch einer bei B. Dann spawn ich doch nochmal. Erste Hilfe, greif zu! Danke. So, Gas ist immer schön. Nicht. Aber den Punkt holen wir damit gerade. Stehe eigentlich sehr, sehr offen, muss man gestehen. Aber noch funktioniert der Plan, sofern man das überhaupt Plan nennen kann. Das Fleckchen kenne ich ja schon von mir selbst. So, erstmal wieder ein bisschen Nummer sicher gehen. Da läuft gerade nichts.
heißt, wir gehen jetzt da mal langsam rüber. Oh, da vorne ist schon wieder ein böses Auto. Hinten wieder ein Auto. Oder ein Panzer in dem Fall sogar. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Bin hier auf einem MG gestoßen. So, der ist auch weg. Nein, da waren es leider zwei. Sonst hätte ich, auf den einen habe ich mich schon schön konzentriert, aber der andere, der hat es mir da leider dann zu schwer gemacht. Sonst hätte ich den auch noch mit weggenommen. Schade drum. So, zack. Nochmal den A-Punkt versuchen. Ja, da kann ich ja hinten, hinter den feindlichen Linien rein. Da drüben, Speer! Behind the enemy line sozusagen rein. So, der ist mal durch. Und jetzt wird es hier auch richtig nebelig. Kaum noch was zu sehen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Jetzt sieht man nicht mal mehr die Hand vor lauter Nebel. Braucht jemand erste Hilfe? Danke, mein Freund. Gute Frage, wo jetzt der Gegner hier steckt. Aber wir sind schon so gut wie durch mit unseren Tickets. Also von dem her. Ich sehe hier echt gar nichts. Ach, da hat er mir jetzt in den Helm geschossen, aber durch die Granaten wollte ich jetzt unbedingt nach vorne. Aber ich muss ehrlicherweise auch gestehen, ich wollte einfach jetzt noch jemand irgendwie hier mitnehmen, weil die Runde so eindeutig jetzt war und wir so gut gesiegt haben. Von dem her wollte ich da noch ein bisschen was zeigen und machen. Jo, das war klar, wenn der Landkreuzer da steht, dass das nichts werden kann. Aber trotzdem, wir haben die neue Karte gesehen, wir haben den Nebel mal wieder gesehen, wie intensiv der dann im Laufe der Runde ist und auch trotzdem was von der Karte gesehen. Also es war, glaube ich, doch jetzt nochmal sehr sehenswert, so kurz vor dem Sieg. Ach, da dachte ich, ich kann noch den mitnehmen. Aber der Sieg ist da, den Spielbonus gab es auch. Also schöner kann es doch jetzt hier nicht laufen. Und ja, 1000 zu 500 und das obwohl Panzerzug. Da muss man sagen, da sind wir ganz klar fleißig gewesen. Man sieht es auch bei den Truppeinstiegen und der eroberten Flaggen. Das ist sehr eindeutig gewesen, die Runde. Gesamtzeit in 20 Minuten und 10 Sekunden. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Battle Pack abgreifen konnten oder wie wir uns natürlich auch so geschlagen haben. Leider habe ich es nicht in die Highlights geschafft. Sehr schade darum. Ich dachte mir wenigstens vielleicht in den Heilungen. Battle Pack Abwurf. Ja, da gab es eins. Das ist doch fein, da freue ich mich. Der Trupp war mir oberten Flaggentop und verteidigte Flaggentop und getötete Gegner und Fahrzeuge auch auf Platz 3. Und im Punktestand
da war ich hier auf dem zweiten Platz in der Runde überhaupt. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder Battlefield mit 20 Minuten Action. Bis zum nächsten Mal. Euer LK.